Ich bin jetzt an so einem Tulpenfeld zum selber schneiden, Blumen selbst schneiden. Und hier versuchen wir jetzt mal schicke Bilder zu machen von Sam. Aber da hinten sind Leute und wenn Leute in der Nähe sind, ist hier mal ein bisschen unentspannt. Also gucken wir mal, wie es funktioniert. Schöne Blumen. Wow. Die denken, du bist böse. Dabei bist du nur dumm. Warte mal. Anziehen. Gut. Komm, geh noch weiter suchen. Wir sind jetzt noch mal ein Stück gefahren. Bei dem Blumenfeld waren eindeutig zu viele Leute. Und Sam ist aufgeregt. Ja. Das ist bei der Pippinsburg. Und falls ihr irgendwann mal in den Genuss kommt, hier Urlaub zu machen und ihr denkt so, wow, Pippinsburg, die kann man sich ja mal angucken. Es ist keine Burg. Die Pippinsburg ist keine Burg. Sie ist nur ein Erdhaufen. So wie das alles hier. Aber hier kann man auch gute Bilder machen, weil so coole, so viele coole Bäume sind. Jetzt machen wir aber erstmal kurz Kaffeepause. Kannst du mal mitkommen? Danke. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt ein richtiger Weg ist. Sieht aus wie so ein Trampelpfad. Und es führt irgendwie ins Feld und da hinten ist gerade ein Trecker. Ich glaube, das ist nicht so geil. Guck mal, wie die Dinger da aussehen. Aber ich will nicht auf so einer Bank sitzen. Ich bin assi, ich muss auf dem Boden sitzen. Soll ich mir einfach in diese... Wow, diese Blumen sind eigentlich voll schön. Sam, du musst in diese Blumen rein. Du musst da rein. Wir haben jetzt einen Platz gefunden, an dem wir uns niedergelassen haben. Hier ist ja, ein bisschen ab vom Schuss, aber trotzdem kann ich da gucken. Und da oben. Kameraführung ist das Beste. Kann ich gucken, ob Leute kommen. Das ist relativ übersichtlich. Und Sam möchte jetzt ihren Lolli. Willst du deinen Lolli haben? Schmeckt nicht, oder was? Hier, mach Fessi. Mach Fessi. Was ist denn drauf? Ist doch nicht drauf. Oh, oh. Ich dachte gerade, wir sind perfekt, aber ist gar nicht perfekt. Hier sind überall Ameisen. Zum Glück haben die uns nicht in den Arsch gebissen. Mano, wo können wir denn jetzt sitzen, außer auf einer scheiß Bank, ey? Ich will hier auf einer Bank sitzen. Oh, Sam nimmt den ganzen Wald mit. Sam, rauchst du? Rauchst du heimlich? Du hast jetzt eine Kippe im Maul. Jetzt kannst du dein scheiß Ding gar nicht essen, weil wir jetzt immer noch einen Platz suchen müssen. Oder frisst es unterwegs? Hast du es Lust? Sam! Heb den Lolli auf. Friss sie. Komm schön, friss sie. Nehme ich den halt so lange in die Hand. Aus. Guck mal da. Da. Gut. Auf zum nächsten Sitzplatz. Hoffentlich ohne Ameisen. Guck mal, da sind so Birken umgefallen. Da könnte man richtig gut drauf sitzen. Problem ist nur, da ist so eine Suppe, die man überqueren müsste. Ich glaube, lieber nicht. Sieht ungesund aus. Ich
Ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn Sam da reinfällt. Die bestimmt Hautkrankheiten. Mach die schon wieder hier. Geh mal rum. Gut gemacht. Hier überall diese Ameisen. Sam, ich würde an deiner Stelle weggehen. Die sind fleißig am Schuften, weil Winterpause ist jetzt vorbei. Und die können richtig doll beißen. Ich wurde schon mal von so einer Waldameise gebissen. Und ich habe gedacht, ich sterbe. Das tat richtig weh. Aber die sind so cool, wenn die nicht so schwer zu halten wären, ne? Dann würde ich mir das gönnen. Wir sind schon wieder woanders. Und zwar sind wir jetzt auf dem Parkplatz von ein paar Supermärkten. Sam frisst jetzt endlich ihr Dingsi da. Ihr Lolli. Und ich trinke jetzt einen kalten Kaffee. Er ist immer noch kalt. Habe überlegt, ob ich hier gleich nochmal ein paar Fotos mache. So Street-Art-Fotos. Ja. Wenn ihr die Fotos sehen wollt, dann guckt mal in die Infobox, weil da verlinke ich euch unser Instagram oder mein Instagram. Und dann könnt ihr die Fotos angucken und liken. Und das Video könnt ihr auch liken. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr es trotzdem machen. Ja. Und abonnieren nicht vergessen. Denn bei uns gibt es mehr als du denkst. Ja. Die nächsten Videos werden vielleicht ein bisschen strukturierter. Mal gucken. Beautiful.